Jetzt kommen wir aber in das coole Gebiet, oder? Bitte, bevor ich das noch so oft sage. Ja, sieht ziemlich danach aus. Oh. Und neues Kostüm. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundanz, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Oh. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn, Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Ja, die wird geil. Illusionstiefen, das ist das coolste Level ever. oh. Aber hier geht's noch weiter. Wenn man hier runterläuft, denke ich mal... Auch schön, wie wir am Meeresgrund sind, einfach normal springen können und so. Das mag ich auch immer. Da geht's nachher gleich hin, wenn wir hier fertig sind. Hier müssen wir aufpassen. Und da können wir durchbrechen. Ja. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hallo. Und bam. Bam. Bam, bam, bam. Okay, damit haben wir das auch. Und dann geht's hier entlang. Huch. Das ist ein Mini-Ruckler. Was ist denn heute los? Ja, wusste ich's doch. Hier geht's weiter. Nichts kann meinem Gespürsinn entrinnen. Dam, dam. Und Flasche aufsammeln. Wow, hier geht's runter. Ja, kapiert. Hier waren noch ein paar zerstörbare Objekte, die wir nur mit bisschen mehr Wumms zerstören können. Bam. Dafür haben sie auch ordentlich was zu verborgen. Verbergen, wie auch immer. Verborgen? Okay. Frupp. Dum, dum, dum. Ah, wieder eine coole atmosphärische Mucke. Hier. Geht's doch weiter. Ich höre dich. Bist du? Hallo? Hier entlang? Nee. Da entlang. So. Was bist du bitte? Au. Das tat weh. Okay, ich hätte es für Mario misten müssen, dass man die nicht so einfach besiegen kann. So. Ich höre die Schweine. Ah, okay. Ja, ja, wenn man sie so nah hört, dann muss sie ja in der unmittelbaren Umgebung sein. Plupp. Oh, ja, danke. Das ist ein sehr netter Ort dafür. Geh kaputt. Nice. Rein und wieder raus. Ha. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Also jetzt gibt es dann wirklich heftig versteckte Gebiete. Aber so arg viel weiter kenne ich das Game dann auch nicht. Hopp, hopp, hopp. Sehr schön.
Bam, nix drin. Bam, was drin? Hier runter. Und wieder hoch. Hier entlang. Mist. Doof, doof, doof. Müssen wir das ganze Zeug nochmal einsammeln? Nope, alles noch da. Gut. Gut, gut, gut. Solange wir nicht richtig sterben, passt. Und hopp, hopp, hopp. So. Dann gehen wir mal hier entlang. Hopp, hopp. Das war knapp. Und warten hier, bis es einigermaßen weit unten ist, damit wir direkt drüber springen können. Alles null Problemo. Bum, bum, bum. Da unten geht's noch weiter. Gut, dann gehen wir mal da unten rein. Sehr schön. Dum, dum. Oh, da ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's weiter. Das Autosave lässt das auch vermuten, deswegen gehe ich erstmal da entlang. Falls wir hier überhaupt wieder entlang können. Bitte? Was bist du? Kann ich mit dir irgendwas machen? Nö, offenbar nicht. Meine Nase juckt. Sorry. Ab, ab, ab. Nein. Wir kommen hier nicht mehr hoch, oder? Das ist aber doof. Komm, bitte. Nö, hier kommen wir nicht mehr. Na gut. Dann geht's halt weiter. Wieder eine neue Erinnerung davon. Gehen wir durch diese brennende Tür. In der Nacht des Feuers war ich die Letzte in der Bibliothek. Der Scheit, den ich in den Kamin gelegt hatte, glimmte nicht, als ich mit Dinah nach oben ging. Falls doch, bin ich vielleicht für den Tod meiner Familie verantwortlich? Oh, nein, Alice, bist du nicht. Niemand kann dafür was. Oh, Mann. Weiter geht's. Ja, wir kommen nicht mehr so leicht zurück, oder? Können wir da einfach wieder durch? Nein. Dachte ich mir schon. Schade. Schlüsselhaus, okay. Gehen wir mal auf diese reizende Oberfläche, wie man es nennen kann. Boing. Ach, die. Sehr schön. Hallo? Bam. Okay. Können wir gegen den überhaupt was ausrichten? Ah, wir können diese Bomben in seiner Hand explodieren lassen. Bam, bam, bam. Komisch, dass der Gegnername noch nicht eingeblendet wurde. Komm. Taucht wieder auf. Bam, 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 bam. So, nice. Sehr schön. Geh kaputt. Gut. Ich höre dich doch. Ich habe gerade was gehört, ich könnte schwören. Man wird ein bisschen paranoid bei dem Spiel. Hopp. Okay. Eine Kombination aus Schalter und Drückerätsel, okay. Bom, bom. Sehr nice. Weiter geht's. Ach, die bewegen sich ja auch noch. War hier noch irgendwas? Was wir vielleicht verpasst haben könnten. Ich weiß nämlich nicht, wie man dahinter kommt. Da so weit springen können wir auf keinen Fall. Hm. Aber offenbar nicht. Blub. Danke. Blub. Und hier. Nicht doof. Sorry. Da hinten konnten wir doch sicherlich. Ja, natürlich. Da gehen wir natürlich nochmal zurück. Manchmal vergesse ich, dass ich mich klein machen kann. Ich habe keine Ahnung, wieso. Naja, gibt's halt. Okay. Na toll. Das wird witzig. Hopp. Und hier rüber. Und hier rüber. Sehr schön. Gut.
Gut hingekriegt, Alice. Yeah. Und da entlang. Und einsammeln. Dass du meine Meereswesen magst, Alice. Ein Fotograf imitiert die Dinge. Ein großer Maler fängt echte Ähnlichkeit ein. Dem Amateur hilft die Kamera dabei. Ja. Das stimmt. Es ist, es gibt zwar auch schon verdammt gute Fotografien, aber an ein richtiges Gemälde kommen da sehr wenige Sachen ran. Andererseits gibt es auch nur sehr wenige Leute, die richtig gut malen können. Und ja, falls ihr gut zeichnen könnt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Boing. Okay, ich bin stark verwirrt. Was jetzt? Ich habe ein Problem. Gehen wir mal kurz hier drauf, weil ich es gerade sehe. Wow, das war übrigens eine ziemliche Punktlandung. Wir müssen da hoch. Okay. Puh. Das ist schon relativ heftig. Boing. Hopp, hopp, hopp. Und da drauf. Sehr nice. Das kaputt und das kaputt. Ah, an die Stelle kann ich mich sogar noch erinnern. Bam, bam, badam. Sammeln wir das mal ein. We are pirates. Na, 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 na. Hicks, hicks. Und hier ist das Ding, das sich bewegt, ja. Was sehr verwirrend ist, wenn man es gleich nicht mehr sieht. Was jetzt nämlich gleich passieren wird. Wir müssen da oben drauf zielen. Sehr schön. Gut. Und ist wieder klein. Hopp. Und hier rüber. Bam, bam. Nice. Sonst ist ja nicht, oder? Nö. Ah, ein absolutes, absolut geiles Gebiet. Und es wird noch besser. Hopp. Hier entlang. Hallo. Qualle. Hau ab. Hopp. Hopp, hopp, darauf, darauf, dahin, und ich sehe es mal wieder fast nicht. Das war wieder mal knapp, aber man sieht es ja glitzern, also geht es noch irgendwie. Also mal wieder ein großes Geheimnis, wie schon gesagt, also irgendwie ist das komisch, aber an der Stelle merkt man wieder richtig, wie heftig, ich weiß immer noch, wie man da, da waren wir von, sorry. An dieser Stelle merkt man richtig heftig, dass sich die Entwickler da mehr ausgedacht haben als so manche anderer bei ihren Spielen. Viel mehr Details. Vielleicht stimmt die Grafik ja wirklich nicht richtig, aber es ist vollkommen egal. Hier geht's durch. Denn das Spiel hat so viele Details und so viele Hintergründe und auch diese Sequenz mit Suppe war es, glaube ich. Also diesem Kuh-Schildkröten-Viech. Hat durchaus, ja, ihren Bezug in der echten Welt mit Arbeitslosigkeit und so. Und Loyalität der Arbeiter, dass das heutzutage relativ wenig bedeutet. Und so Sachen. Echt cool. Genau, jetzt fängt es an, richtig komisch zu werden, nämlich im Fassboden. Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Hm, etwas Sündiges, jede Wette. Ah. Jetzt fängt es richtig an. Hi, Fischkopf. Ja, habe ich euch zu viel versprochen? Das ist absolut... absolut genial gemacht. Kann man nicht anders sagen. Nein, bringt nichts. Da gibt's auch nichts zu zerstören, nö. Hallo, worauf wartet ihr? Wisst ihr jetzt auch... Was? Das habe ich gehört. Ah, da oben. Wisst ihr jetzt auch, woher ich diese Referenz zu Rock Bottom nehme? Aus, ich wollte gerade sagen One Piece.
Ich meine, SpongeBob. Los. Feuer. Treffer. Gut. Sehr schön. Das nehmen wir natürlich auch mit. 1, 2, 3. Bam. Jetzt können wir unser Strickenpferd aufleveln, aber ich glaube, ich konzentriere mich erstmal auf die Warpal-Klinge. Schade, dass wir nicht mit denen reden können, aber das ist schon ziemlich cool. Um nicht zu sagen, episch. Ich glaube, ich habe das Wort in dem Let's Play tatsächlich noch nicht so häufig verwendet. Bin ich ganz froh drum. Ich glaube, bei mir schleift sich das Wort episch ein bisschen ab. Aber gut.